Ja moin und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind noch in meiner Heimatstadt in Bremen hier. Sieht nicht so aus wie eine Stadt, ich weiß, aber es ist Bremen. Glaubt mir das. Warum ich jetzt hier schon mal die Anmoderation für den nächsten Vlog aufnehme, ist einfach nicht, weil ich bin im Brennnesseln getreten. Warum ich jetzt schon die Anmoderation für den nächsten Vlog aufnehme, ist nicht, dass ich es einfach nicht erwarten kann, sondern das muss so sein. Denn die heutige Episode erfordert eine besondere Einleitung. Tonight's story in the Twilight Zone is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich habe nämlich noch gar keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wir werden wahrscheinlich einen etwas längeren Trip, vielleicht wahrscheinlich über mehrere Tage machen, übermorgen. Und ich weiß nicht, wohin. Wie verplant kann man sein, denkt ihr euch jetzt? Nein. Es ist nicht so, dass ich es noch nicht geplant hätte oder so. Es ist nur einfach so, dass ich, auch bis wir da sind, nicht erfahren werde, wo wir hingehen. Das Ganze ist ein Überraschungstrip. Und ich persönlich, also ich habe das zum Geburtstag gekriegt, habe ich mir gewünscht, dass ich einfach mal irgendwo hinfahre und einfach nicht weiß, wohin. Und das ist super spannend, weil ich habe wirklich keinen Plan, wo wir hinfahren. Sieht aus, als wären wir in Mannheim. Okay. Guten Tag, ihr Konsumenten. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir waren am Bahnhof. Ich habe darauf geachtet, extra nicht auf die Durchsagen zu achten und auf diese Anzeigen zu gucken. Das heißt, ich wusste nicht, in welchem Zug ich bin. War auf jeden Fall ein ICE. Dann sind wir 5,5 bis 6 Stunden gefahren und jetzt sind wir hier im Rheinland. Unteres Rheinland, hier Rheinland-Pfalz und so. Wir sind jetzt in Speyer. Natürlich hat man dann als Coaster-Enthusiast, der ein bisschen Ahnung von Geografie hat, schon direkt einen Verdacht. Und zwar gibt es in der Nähe direkt, also sehr nah, so 20 Kilometer oder so, den Holiday Park. Dann so ein bisschen weiter ist noch Tripsdrill. Dann ist hier noch der Schwabenpark irgendwo auch in der Nähe von Tripsdrill. Und Klotten ist auch noch grob in der Gegend. Also es hat schon Potenzial hier. Das heißt, ich habe so ungefähr eine Ahnung, wo es schon hingehen könnte. So. Das erleichtert meine Seele etwas. Aber ich weiß halt immer noch nicht, was und wann und wie. Hört sich lächerlich an, aber das ist übelst stressig, wenn du nicht weißt. Ich weiß nicht mal, ob ich alle diese Parks besuche. Ich weiß nicht, ob ich einen dieser Parks besuche. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob nur zwei, ob nur drei. Warum gehe ich gerade ins Badezimmer? Anyways, wir sehen uns dann morgen in irgendeinem Park. Nass und es regnet und überall sind viel zu viele Leute dafür, dass es nass ist und regnet. Perfekt, ich habe eine gute Zeit hier. Spannend. So, wir roadbroppen jetzt Expedition Girlfriend. Sieht genauso aus wie der Eingangsbereich vom Plopsaland. Halt, really genauso. Das ist schon wieder die gleiche Situation wie im Plopsaland. Wir sind einfach komplett außen rum gelaufen und sind wieder irgendwo am Arsch der Welt im Wikiland. Genauso wie im Plopsaland. Da ist Expedition GeForce. Aber wir sind da noch nicht, weil wir müssen jetzt zum Beispiel den ganzen Tag latschen, weil wir dumm sind. Oh ja, oh ja. Oh ja. It's basically ziemlich leer hier. Oh ja, okay, doch nicht, scheiße. Die Leute habe ich gar nicht gesehen. Ja, trotzdem, ich denke mal, dass es sonst voller ist. Spannend. Und da läuft schon wieder irgendwelche Techno-Musik in der Station. Perfekt. Ich liebe Amusement Parks. Da hatte jemand englischen Leistungskurs. Das war Expedition GeForce. Das war die 15-mal zur besten Achterbahn der Welt ausgezeichnete Achterbahn. Denn diese Trims, die zwei Trims haben hart gehittet. Das war einfach... Okay, sorry, aber das war Condor frisch bestellt. Das Ding ist halt, das liegt diesmal auch nicht an Overhype oder so, weil ich habe halt im Vorhinein schon gedacht so, hä? Was ist daran so geil? So, da habe ich halt mitgefahren, dachte so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da so ist. Wirklich ganz auf dem Boden, weil die überall Pfützen sind, die so riesig sind, dass man da drin untergeht. Und jetzt, ja, es war halt einfach so, okay. Nochmal gefahren, wieder vorletzte Reihe, war diesmal einiges besser als eben, weirderweise, als es so drei Fahrten später war. Aber es ist trotzdem irgendwie,
Also diese ganzen Awards, die sind nicht so wirklich gerechtfertigt, muss ich sagen. Let's have a look at Plaza Indoor. Nee, Holiday Indoor heißt es, glaube ich, sogar. Fancy. Ich glaube, ich laufe gerade durch den Ausgang. Es tut mir sehr leid. Das ist also der bekannte Mias Elfenflug, wo man sehr viel schaukeln kann. Okay, für mich als Typ, der vor 10 Jahren oder so, nee, 8 Jahren oder so, keine Ahnung, sehr viel Mia geguckt hat, ist das cool. Ich weiß, ihr könnt mich gerne auslachen, aber ich find's cool. Und da ist Heidi. Sehr geil. Ich will da rein. Und ich will auch da rein. Weil Count. Und weil das richtig geil aussieht einfach. Ich meine, guckt euch das an, das ist übelst schön. Und dann dieses Karussell und generell Alter, ist diese Halle geil. Das ist super schön, ist nur leider gerade overcrowded hier überall, weil es direkt am Eingang ist. Alle Leute hier reingehen wahrscheinlich. Oh schön, eine alte Looping-Achterbahn, ich will sie gerne fahren. Oh. Ich hab Angst, ich will hier nicht rein. Kein Gepäck erlaubt. Warte kurz. Was ist das denn? Alter. Bitte nicht schlachten, aber Skyscream über GeForce. Sorry. Skyscream ist besser. Das war super geil. Dieses Gesamtkonzept mit der Q-Line, diese krasse Q-Line, die richtig geil ist, dann die Fahrt ist heftig intens und auch nicht zu kurz, also es war super. Bruh. Nee. Da ist der Ausgang. Und da geht's schon wieder weiter. Gerade sehr spannend. Holiday Parks sind voll die Geldwäscher. Push, dann immer. Phantasia Land sind voll die Geldwäscher. Wir sollten eigentlich irgendwas fahren, aber ja, es ist schön hier. Wir sind alles mögliche in diesem Indoor-Bereich gefahren. Also diese Achterbahn, die war richtig schön, zumindest in der letzten Reihe. Und dann noch Mias Elfenflug hat relativ cool geschaukelt. Und jetzt geht's hier gerade zum Dark Ride. Bin gespannt. Das ist aber familienfreundlich. Auf viel zu vielen Ebenen die Endstufe von seltsam. Die Warteschlange von Skyscream ist halt im Moment echt nicht gruselig, wenn hier so die Tür offen ist. Gute Durchlüftung. Seht mal in diesem Bildabschnitt die Masken. Ich sehe zwei insgesamt. Ne, drei. Sei halt noch lauter. Jo!
okay. Bahn war way better als morgens. Aber die Warteschlange, Alter, gibt's hier viele asoziale Arschgesichter, ne? Irgendeine dumme Gruppe kleiner Pupskinder, die sich geil fühlen, mussten unbedingt vordrängeln. Und sowieso hat keiner eine Maske auf, aber der Rest des Parks ist schön. By the way, die Personen, die hier gerade in der ersten Reihe sitzen, sind die, die vorgedrängelt haben. Und ich weiß, es kommt einem vielleicht asozial vor, dass ich das jetzt so öffentlich bekannt gebe, aber wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. Ich hasse solche Menschen und das regt mich einfach nur auf. Also falls ihr die irgendwo seht, verkloppt die bitte. Ich betreibe jetzt öffentliches Shaming. Der Typ da hinten mit dem weißen T-Shirt und dieses Mädchen mit dem schwarzen T-Shirt haben sich vorgedrängelt. Und außerdem ist die Musik scheiße. Danke. Okay, eine eingefahrene GeForce ist vielleicht doch besser als Skyscream und auch besser als Goliath, aber ich fühle den Hype trotzdem nicht. Es ist eine sehr, sehr geile Achterbahn, eine krasse Airtime. In der letzten Reihe, der Dropman wird einfach zur Seite gerissen, sein ganzer Oberkörper wird gebrochen, es ist so geil. Aber beste Stahlachterbahn der Welt? Nicht sicher. Der Park wird gerade fucking leer. Hier ist einfach niemand mehr da. Wir haben gerade so ungefähr eine Stunde für jede GeForce-Fahrt gewartet. Einmal halt vorne, einmal hinten. Hinten war insbesondere stressig, weil die ganzen Express-Pass-Scheiße da die ganze Zeit sich in die letzte Reihe gesetzt haben. Also wir haben drei Fahrten mehr gewartet, als wir eigentlich gemusst hätten. Ja, Expedition GeForce ist schon eine wirklich sehr, sehr gute Achterbahn, ja. Ich liebe halt auch die Bügel. Die sind halt viel besser als alle anderen Bügel. Auch viel, 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 viel besser als die neuen Interview-Bügel. Ich weiß nicht, was ihr alle an denen so geil findet, aber die alten sind einfach so. Die T-Bars sind heilig. Die pieksen halt, weil die so dumm gebogen sind in die Beine, aber das kann ich nachsehen. Immerhin gehen die nicht zu. Und großes Problem hier, Line-Skipping. Alle Menschen drängeln vor und keiner tut was dagegen. Also wirklich, ihr habt wahrscheinlich Bilder aus dem Energylandia gesehen, wo Leute Line-Skippen, aber das ist hier fast genauso schlimm, also wahrscheinlich noch schlimmer. Nach meiner Experience viel schlimmer. Als ich im Energylandia bin, war es so zwei, dreimal vorgekommen. Noch dazu kommt das Disrespektieren der Maskenpflicht, sowie, dass alle Leute mit meinem Rucksack sitzen wollen, komischerweise. Also die Audienz dieses Parks ist nicht die allernetteste. Wobei es eigentlich bei allen Attraktionen außer GeForce geht. Also, das ist mir nur bei Expedition GeForce aufgefallen, aber dafür halt richtig überdurchschnittlich. Wir gehen jetzt nochmal den Dark Ride fahren, den Burgen Dark Ride. Ich meine, wenn was seltsam ist, dann fährst du es zweimal, oder? Es gibt halt keine Wartezeit und der Park macht in 10 Minuten zu und ist auf dem Weg und geht. The next day. Jo, guten Morgen, wie man es vielleicht erkennt, sind wir in Trips durch. Ich hatte noch keine Zeit zu vloggen und ich werde auch nicht viel Zeit haben, weil wir haben insgesamt nur 3,5 Stunden hier. Sind schon Karacho gefahren, ist toll, sind schon gesenkte Sau gefahren, ist okay, sind schon Mammut gefahren, war besser als erwartet und sind diese komischen Tastendinger da gefahren, ist toll. Und jetzt gehen wir gerade zu Hals über Kopf und ich bin übelst gespannt. Und dieser Park ist maximal schön. Also das ist einfach, dieser Park ist so cool. Der ist richtig, richtig schön gemacht und so. Die Leute sind alle freundlich, alle so niedliche süddeutsche Familien, die alle lieb sind. Das ist toll. Was machen wir, wenn man wenig Zeit hat und fährt zweimal genau die gleiche Attraktion, nur anders. Denn statt, was waren wir eben nochmal? Statt Suppenschüsseln ist man hier ein Bierpass, ein Weindings. Ja, genau. So, das war der Tag in Tripsdrehen. Wir laufen gerade aus der Queue von Mammut raus, weil keine Zeit mehr ist für die zweite Fahrt. Wie ihr seht, hatte ich einfach kaum Zeit zu vloggen. Wir hatten generell kaum Zeit, das waren halt wirklich nur ein paar Stunden. Wir haben es aber hingekriegt, alle Counts bis auf den rasenden Tausendfüßler zu holen, Hals über Kopf dreimal zu fahren. Das ist super, super geile Achterbahn, einfach beste Bahn in diesem Park auf jeden Fall. Die Badewannenfahrt sind wir leider nicht gefahren. Und der Park insgesamt ist super, super schön, richtig gut gerunnt. Ja, das ist einfach, der Park ist super schön, mag ich voll gerne, das ist richtig cool. Auf jeden Fall hätten wir viel länger da bleiben sollen, das ist ein super, super toller Park. Und das Zitat des Tages ist auf jeden Fall, was heißt Mammut, nicht Mammut. Croissant, Brezel, Kretzel.